Ayo, und damit herzlich willkommen zum Moment, das ist der 13. Spieltag der YPL. Und damit herzlich willkommen. Wir kämpfen heute gegen Reas wieder mit seinem Team Dead by Arceus. Und ja, Reas hat letzte Woche seinen ersten Spieltag gewonnen. Dementsprechend habe ich Angst. Also ich habe Angst, dass er jetzt so den Geschmack des Sieges gekostet hat und ich jetzt darunter der Nächste bin, der leiden muss nach Lukas letzte Woche. Ah, Lukas ist eh schlecht. Kuss, Kuss, Digi. Kuss. Schreib ihm schnell, kannst mich einladen. Yamari. So. Ja, wir kämpfen gegen Reas. Gleiches Spiel nochmal wie vor 9 oder 10 Wochen. Und ich würde sagen, ich stelle euch einmal sein Team vor. Sein Team besteht aus. Ich muss das laden. Ist jetzt eingeblendet. Demeteros Eye im X-Tier, Zeraora und Lushoking im S-Tier, Mega Aggron und Meistergriff im A-Tier, Tentoxa, Lavados und Phlorgas im B-Tier, Tauros im C-Tier, Sneebel im CD und Alola Kokowai im D-Tier. Und ich gehe heute wild, ne? Ich gehe heute absolut wild. So, erstmal mein Team. Ich speichere mir das nochmal schnell. Einmal schnell den Kalk einfügen. Und so, wir haben Lexus, unser Tapu Koko mit Terrain Extender, Electric Surge, U-Turn Roost, Thunderbolt und Dazzling Gleam. Das Investment ist so gerichtet, dass ich von den Bandit Aura 2 Plasma Fists leben kann, glaube ich. Oder nicht Bandit, ich weiß es. Ich glaube doch Bandit, ich glaube für Bandit war das. Beziehungsweise mit einer Roll leben kann, die ich leider eingehen muss, weil sonst verliere ich zu viel Speed. Dann haben wir Alola Raichu mit den Wise Glass, weil ich habe irgendwie kein besseres Item. Er hat mir mit Mach Punch und Ice Shard und einem potenziellen Mogelhieb zu viele Prios, die Raichu so ein bisschen stören könnten. Deswegen Wise Glass. Muss ich mal gucken, wie ich damit fahren kann. Sobald ich auf plus 2 komme, sollte das ein GG sein. Ich muss nur vorher herausfinden, was das für ein Phlorgas ist. Das kommt dann noch dazu. Dann haben wir Flygon, Full Speed, Full HP. Ich brauche irgendwie was, was ich in Lando reinswitchen kann, damit er dann nicht for free Earth Power drücken kann. Ah, das ist leider mein Flygon. Dann haben wir Iron Ball Politoed. Komplett Fist Def und Special Attack. Der soll schneller sein als sein. Komm, wir machen wieder Speedwesen. Schlimmer kann es nicht werden. Der soll im Trick Room schneller sein als Alola Kokowai, in denen mit Ice Beam wegbumsen, falls er Trick Room spielen sollte, habe ich dagegen zumindest eine Antwort. Haben wir Togekiss mit Heavy Duty Boots, Defog, Roost, Air Slash, Dazzling Gleam. Das Set verliert zwar absolut gegen Aggron. Ich will mir überlegen, das noch zu ändern. Das tue ich, glaube ich, auch. Gegen Tentoxa will ich eh nicht drin bleiben. Komm, ich mache daraus noch eine Aurasphäre. Aurasphäre. Ich glaube, Flammenwurf lohnt sich. Ah, habe ich auch nichts gegen den. Kann ich auf Dazzling Gleam verzichten? Potenziell schon eher. Machen wir hier raus einen Fireblast. Dann sollte das passen. So, und dann haben wir noch Choice Scarf Infernape mit, ja, Choice Scarf Iron Fist. Mit U-Turn Close Combat, Thunder Punch und Fireblast. Weil ich will das Aggron besser hitten und Fireblast macht halt mehr Schaden. Deswegen auf Full Attack 200 Speed, damit sind wir schneller als irgendwas. Genau, als Lando Eye. Und der Rest in Special Attack, weil der Rest in Special Attack. So. Wir kämpfen gegen Reas. Oder Ries, wie ich ihn jetzt hier genannt habe. Wir gehen rein. Okay, er hat die Palme dabei. Er hat Lando dabei, Aura dabei, Lushoking dabei, Aggron dabei, er hat Meistergriff dabei und die Palme. Kein Phlorgas, kein Lavados, kein Tauros, kein Tentoxa, kein Sneebel. Good luck, have fun. Ich wünsche you too. So, mit was will ich leaden? Was ist sein Lead? Wir können mit Aggron halt leaden, ne? Kann eigentlich mit Nape for free lean. Verliere damit eigentlich nichts. Ja, eigentlich kann ich for free mit Nape lean. Executor. Boah. Wird er mich attacken?
weiß ich nicht. Das Ding ist, Politoed ist an sich nicht wichtig. Er wird mich niemals mit einem Grass Move attacken. Das heißt, ich gehe jetzt einfach auf eine U-Turn. Gehe in Politoed. Er drückt Trick Room. Wir drücken Ice Beam. Scheiß auf alles. Wir drücken einfach Ice Beam. Solange er nicht selber die Iron Ball spielt, ist alles in Ordnung. Tut er nicht und Politoed hat einen Kill. Jawoll! Jawoll! Iron Ball, es hat sich direkt gelohnt. Es hat sich direkt gelohnt, den Iron Ball drauf zu spielen. Ach, schön. Ach, schön. Und jetzt hat er keinen. Jetzt muss er in Slowking eigentlich gehen. Schön, dass das direkt geklappt hat. Oh, einwandfrei. Einwandfrei. Politoed. Gegen Executor Alola. Der ist kein Specs gewesen, aber wahrscheinlich Life Orb. Ice Beam killt ihn auf jeden Fall. In jeder Welt. So, wenn er an Slow King geht, dann gehe ich wahrscheinlich in Togekiss. Der Togekiss müsste, glaube ich, komplett Spedef sein. Ja, genau, ist es auch. Und dann haben wir Slow King. Und der ist halt in Ordnung. Oh, ich hatte Angst gehabt, dass sich dieses Set nicht auszahlt, aber es hat sich ausgezahlt. So. Damit hat Politoed eigentlich alles getan, was es tun sollte. Dementsprechend würde ich den jetzt sogar als Sack mir aufbewahren. Obwohl er das Fist of Investment hat noch für Aggron ganz nett. Das Investment ist noch für Aggron ganz nett. Nehme ich auf. Ja. Schön. Schön. Ich habe nichts zu trinken hier, ne? Nö. Natürlich nicht. Na gut. Dann muss ich da jetzt so durch. Boah. Politoed ist es einfach. Politoed ist es einfach. Gegen Kong. Wie weit juckt mich Kong? Politoed. Gegen Conkeldurr. Machen wir das Guts. Also der boxt mich halt um, wenn er Flame Orb ist. Aber erst wenn er geburnt ist. Dementsprechend gehe ich einmal auf den Weatherball, um zu gucken, was er machen will. Boah. Schuss Combat. Ja, den lebe ich. Und wisst ihr was? Oh. Jetzt könnte ein Machtpunch kommen. Der Machtpunch killt mich auch. Das will ich eigentlich nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Mit dir, Togekiss. Wenn er danach eine Edge rausböllert, lebe ich die. Aber der wird kein Machtpunch spielen, wenn er für Trick Room ausgelegt ist, oder? Stone Edge. Okay, die Stone Edge killt halt mein Togekiss. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Ja, ein bisschen ungünstig. Politoed, war es das jetzt für dich schon wieder? Oh, in der Trick Room bist du useless. Sind wir ehrlich. Vielleicht hat er auch keinen Machtpunch, weil er halt den Trick Room spielt. Ich hätte jetzt gern doch Protect auf Politoed. Okay, hat er nicht. Das heißt, den nehme ich. Okay, was ist das für ein Slow King? Politoed gegen Slow King. Weatherball hat gemacht, 18%, der ist komplett Spedef. Ist halt okay. Das ist halt okay. Dann gehen wir jetzt in Togekiss. Vielleicht drückt er einfach Teleport, drückt Toxic, das ist in Ordnung. So, Trick Room ist weg. Auch schön, endlich. Air Slash. Dann Item, nee. Also kein sichtbares auf jeden Fall.
Gehen wir jetzt in Coco. Coco Jumbo. Teleport. Ist okay. Wenn Landorus reinkommt, gehe ich natürlich direkt raus. Ja. Das Ding ist, Torkis ist in dem Matchup gar nicht so wichtig. Klar, der ist ganz nett noch gegen Landorus, falls er kein Dings hat. Keine Sludge Wave. Er ist ja ganz nett. Aber sonst halt mal gucken. Oh, Brook hat zum Smashen eingeladen. Run first to five Smash. Okay. Für später. Für später. Ich weiß nicht, ob ich in Lando drin bleiben möchte und einfach auf U-Turn gehen will. Ob ich das eingehen kann jetzt schon. Flygon. Okay. Lando ist gut rein. Über den weiß ich halt nichts, ne? Über den weiß ich halt nichts. Ich gehe. Ja, okay. Rock Polish. Okay, Rock Tomb. Das ist mir scheißegal. Der wird gerocktumpt. Den chippe ich an und komme dann mit Raichu rein. Call Mind. That's annoying. Er fährt tatsächlich dieses Set. Ja, Rock Polish macht's nochmal. Okay, er ist plus 2. Raichu Alola gegen Landorus. Dann fehlt ihm aber auf jeden Fall ein Move. Okay, er spielt Sludge Wave. Das ist okay. Ja, und jetzt kann Raichu reinkommen, den einfach killen. Ich habe noch einen Turn Electric Terrain, bin schon auf jeden Fall schneller. Ich glaube, ich kann sogar einfach auf Psyshock gehen. Aber das kalke ich mir erstmal. Raichu Alolan, Psyshock. Okay, ich kalke erstmal mit Flygon. Flygon, wie viel hast du gemacht? Du hast ihn immer 17% gemacht. Der ist also komplett offensiv. So, oder? Warte mal, Rocktomb 18%, 17%. 18, 17, 17. Ja, also er kann ein bisschen HP-Investment auf jeden Fall haben. Nee, kann er nicht. 18% ist nämlich die Max-Roll. Sprich, eigentlich sollte ich jetzt einfach auf Surfer oder Psyshock gehen können und da die Welt ist in Ordnung. Raichu. Sagen wir, du bist plus 2. Psyshock macht mehr. Hier auf Psyshock. Wenn er plus 2 ist, macht die Psyshock leider mehr. Oh, ich hätte jetzt echt gern was zu trinken. Okay. Boom. Jetzt kommt Coco wieder rein. Und bringt mir mein Terrain wieder. Knockoff. Ist vollkommen okay. Terrain Extender. Was ist das für ein Aura? Oh, gegen Zoraora. Der hat mir mit Knockoff 14% gemacht. Der ist voll offensiv jolly. Aber es ist okay. Bada bi, bada boom. So, wir gehen auf U-Turn. Bam. Wir können jetzt wieder Raichu reinholen. Und Raichu hat jetzt erstmal Bock. Drück auf Surfer. Ich bin schneller als der. Ein
Snape ist auch noch schneller. Habe ich ein Prio? Nee, schade. Aber ist erstmal okay. Surfer kommt, killt das Raichu. Jetzt kann ich for free eigentlich auf... Ja, hallo, Aggron. Tapu Koko. Nee, warte, Raichu. Alone in Raichu gegen... Aggron, Mega. Electric Terrain. Okay, er muss halt EQ spielen, ne? Er muss halt EQ spielen. Und ich glaube, das finde ich jetzt erstmal raus. Wenn er kein EQ hat, komme ich danach wieder rein, drück Nasty und dann sieht die Welt in Ordnung aus. Er hat EQ. Schön zu wissen. Schön zu wissen. Warte mal, wenn er jetzt nicht gemegert hat, ne? Wenn er jetzt nicht gemegert hat. Brauch Raichu auf jeden Fall noch. Dann gehe ich jetzt in Nape. Chip den auf jeden Fall an. Oder er geht raus. Eins von beiden. Infernape gegen Aggron. Ich auf U-Turn. I guess, ja. Da ist auf jeden Fall seine komische Sturdy angeknackst. Frage ist natürlich jetzt, was ist das für ein Aggron? Sagt mir leider gar nichts. 23% ist leider der Min-Damage gewesen auf Politoed, wenn er keinen Invest hat. Okay, Lando kommt rein. Das ist vollkommen okay. Kann ich Raichu wieder reinholen und drück wieder Psyshock. Dann ist Lando raus. Angenehm. So. Ich muss Raichu nur irgendwie gegen die scheiß Slowking rausbekommen. Und die Welt ist in Ordnung. Obwohl ist die Welt jetzt nicht so oder so in Ordnung? Warte mal, Raichu. Gegen Aggron. Mega Aggron. Also Rising Voltage killt ihn halt nicht. Außer er hat wieder kein Spedef Investment wie letztes Mal. Der EQ nimmt mich immer raus. Das heißt, ich gehe jetzt in Togekiss. Das zecke ich jetzt Alola Raichu. Kann ich halt eigentlich machen. Will ich Raichu zecken? Wie schlimm ist das? Gar nicht so schlimm. Ich mache ihm halt eine Menge Schaden, kann dann mit Koko reinkommen, ihn killen. Das tue ich auch. Critical Hit Study, okay, gut. Der wollte es wissen. So. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Jetzt können wir in Nape gehen. Nape drücken wir U-Turn. Dann ist das Aggron raus. Und Koko gewinnt die Matchups gegen Kong und gegen Slowking.
Hoffe ich. Ja, mega doch. Du hast eh nur ein HP. Kommt Coco rein. Slowking. Tapu Koko gegen Slowking. Wir haben halt gerade kein Electric Terrain, das heißt T-Volt macht mir zu wenig. Ich gehe auf U-Turn. Zack. Oh, die macht schön Schaden. Ich gehe in den Togekiss. Ja, weiß ich noch nicht, wie gefährlich das ist. Ich air slash ihn. Okay, eine Trick Room Wunde verbraten. Ja, ist vollkommen okay. Wenn ich ihn nochmal flinche, schade. Dann hat er jetzt nur noch zwei Runden Trick Room. Von mir aus soll er mein Togekiss jetzt rausnehmen. Das ist vollkommen okay. Dann kann er mein Nape rausnehmen. Das ist auch okay. Und dann gewinnt Coco das Match gegen Slowking. Ja. Der kommt wahrscheinlich jetzt eine Fassade. Ja. Burn. Kommt Nape rein. Tschüss, Snape. EQ ist vollkommen okay. Trick Room hört auf. Wir können in Coco gehen. Drücken einmal den Dazzling Gleam. T-Volt, falls er rausgeht. Falls er rausgeht. So, Coco. Sollte das jetzt auf jeden Fall gewinnen. Da kommt T-Volt Nummer 1. Er hat eine 50% Beere, ist confused. Oh Gott, kann er das noch gewinnen? Unter Umständen. Ist T-Volt, erlebt das, greift dich selber an. Schade. Ich gehe auf Roost. Scheiße. Burn ist okay. Wir drücken weiter an Roost. Er drückt jetzt Teleport. Ach Gott, Coco, kannst du das leben? Ach ja, stimmt. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Oh Gott. Kill ich ihn. T-Bolt. 42%. Okay. GG. GG. Oh Gott. Hatte am Ende nochmal richtig Angst. Oh Gott, GG. Also ich sag, wie es ist. Er hätte das noch gewinnen können am Ende. Trick Room war strong. Möglich. Der war jetzt strong. Der war jetzt wirklich strong noch am Ende. Auf jeden Fall GG. Coco konnte sich einige Kills gönnen. Nape hat einen Kill, Raichu hat einen Kill. Quaxu hat einen Kill. Sehr wichtig. Und ja. Ich bin zufrieden. Wir haben 1-0 gewonnen. Ich habe gewonnen, das ist alles, was ich wollte. Auch wenn es am Ende sehr, sehr knapp war und eigentlich mir knapper als mir lieb ist. Und ja, ich würde an der Stelle einfach sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und ich will jetzt noch einmal ganz schnell herausfinden, dass Konkeldorp, der mich gekillt hätte, wahrscheinlich, ne? Mit Guts. Er hatte Earthquake. Ja, der hätte mich einfach umgeboxt. Gut. Auf jeden Fall ist alles gut gegangen, alles gut gegangen. GG und haut rein. Bye.